Hey ihr Lieben, willkommen bei einem neuen Video von Human and Body Facts, dem Channel, wo sich alles rund um Mensch, Körper und Training dreht. Genießt das Video und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Für mehr schaut auf meinem Channel H&B vorbei, lasst ein Abo da und drückt die Glocke, um immer up to date zu sein. So, und jetzt genug gequatscht, rein ins Video. Die 6 Säulen deiner Fitness. Teil 1. Die Ausdauer. Ausdauer ist die Fähigkeit des Körpers, eine ermüdende Leistung langfristig aufrechtzuerhalten, trotz auftretender Ermüdungserscheinungen. Ausdauer bildet das Fundament für jede sportliche Aktivität. Weder Kraft, Koordination oder Technik lassen sich ohne dieses Fundament gut trainieren. Ausdauer spielt in all diesen Prozessen eine wichtige Rolle. Grundsätzlich gesprochen wirkt Ausdauertraining auf das Herz-Kreislauf-System, die Lunge und die Muskulatur. Die Atemkapazität wird verbessert, die Sauerstofftransportkapazität im Körper steigt, das Atemzugvolumen wird verbessert und auch die Muskulatur steigert ihren Stoffwechsel und wird kräftiger. Nicht nur die Lungenleistung wird verbessert, auch der Herzmuskel wird trainiert und dem Herz dadurch die Arbeit erleichtert. Es kann insgesamt einfach mehr Blut durch die Gefäße schicken und somit die Muskulatur besser versorgen. Das Herz-Kreislauf-System wird effizienter genutzt. Wann wird am besten mit dem Ausdauertraining angefangen? Wenn der Körper noch nicht auf sportliche Aktivität vorbereitet ist, dann sollte langsam mit dem Ausdauertraining angefangen werden, um ein Übertraining zu vermeiden. Im Allgemeinen kann aber wirklich jeder jederzeit mit dem Ausdauertraining anfangen. Und damit meine ich wirklich jeden. Es gibt viele Formen, wie die Ausdauer trainiert werden kann, aber dazu später mehr. Das Ausdauertraining bietet auch einen sehr leichten Einstieg in das Training, denn alles, was ihr braucht, sind ein paar Sportschuhe und los geht's! Welches Ausdauertraining gibt es? Es werden im Ausdauertraining grundsätzlich 4 verschiedene Methoden unterschieden. Die Dauermethode, bei der eine Belastung über die Trainingszeit kontinuierlich aufrechtgehalten wird. Ein gutes Beispiel und wohl das bekannteste hierfür ist der Marathonlauf. Die Intervallmethode, bei der zwischen hoher und niedriger Intensität abgewechselt wird. Hier wechseln sich in schnellen Zeitintervallen kurze intensive Übungen wie Skippings mit leichteren Aufgaben wie lockerem Joggen ab. Die Wiederholungsmethode, die in erster Linie im Leistungssport für Schnelligkeitstraining eingesetzt wird. Es ist eine Trainingsform, bei der mit sehr hohen Intensitäten, also 90 bis 100% des Möglichen trainiert wird. Dies wechselt sich mit langen Pausen ab, damit eine vollständige Regeneration eintreten kann. Viele Läufer und Sprinter trainieren mit der Wiederholungsmethode. Die Wettkampfmethode, die Wettkampfbelastungen trainiert und einen höheren Trainingseffekt erzielt. Es ist die intensivste Methode des Ausdauertrainings und findet meist nur bei Profisportlern Einsatz. Es werden wettkampfspezifische Belastungen gefordert, und zwar in allen wettkampfrelevanten Bereichen. Arten des Ausdauertrainings. In diesem Punkt möchte ich euch zeigen, dass Ausdauertraining nicht nur Laufen bedeutet, sondern in vielen anderen Formen mega viel Spaß machen kann. Natürlich ist das klassische Ausdauertraining das Laufen. Aber auch hier heißt es, welche Art von Laufen wähle ich? Joggen, Sprinten, Dauerlauf oder Walken. Allein beim Laufen gibt es schon die verschiedensten Arten. Doch gibt es in unserer Welt weitaus mehr Arten des Ausdauertrainings als nur das Laufen. Wie sieht's denn bei euch aus mit Inlineskaten, Skateboardfahren, Fahrradfahren, Schwimmen, Boxen, Zumba, Aerobic, Rudern oder Kanufahren, Stand-Up-Paddling oder Wandern? All diese Dinge trainieren die Ausdauer und ihr könnt frei wählen. Ihr seht, wie vielfältig, vielseitig und einfach Ausdauer sein kann.
Das Fazit. Neben der Verbesserung der Ausdauer und der Leistung ist das Ausdauertraining ein fester Bestandteil, um die allgemeine körperliche Fitness und Gesundheit zu steigern. Hier muss erwähnt werden, dass auch Personen mit Vorerkrankungen jeglicher Art einen großen Nutzen aus dem Ausdauertraining ziehen können, wenn es denn an ihre Umstände angepasst wird. Ihr seht, ob jung oder alt, Kraft- oder Ausdauersportler, zum Spaß oder zur Wettkampfvorbereitung oder für die Gesundheit, im Freien oder auf dem Laufband. Ausdauertraining ist für jeden erreichbar und wichtig. Nicht nur der Körper und verschiedenste Körperfunktionen, sondern auch Muskulatur, Gelenke und unsere Psyche werden positiv vom Ausdauertraining beeinflusst. Also, was ist deine Ausrede?